Not macht erfinderisch. Und so wurde aufgrund des Regenwetters der Kranz zum zweiten Richtfest einer neuen Wohn- und Pflegeeinrichtung in Dresden-Klotzsche kurzerhand anderweitig befestigt. Im neuesten Projekt des Katharinenhofes entstehen derzeit eine Pflegeeinrichtung, eine Tagespflege mit 16 Plätzen sowie 25 barrierefreie Servicewohnungen. Es gibt besondere Wohnungen, die Komfort und Sicherheit für Senioren bieten. Die können dann unseren ambulanten Dienst in Anspruch nehmen, wenn Pflegebedürftigkeit entsteht, können die Tagespflege nutzen in unserer Einrichtung, können aber auch dann, wenn der Bedarf und die Notwendigkeit entsteht, in die Pflegeeinrichtung umziehen. Das alles auf einem Areal, aus einer Hand, und das, glaube ich, möchten die Leute heute. Die Nachfrage ist hoch. Bereits 2/3 der Servicewohnungen sind verbindlich reserviert. Gesucht werden noch passende Arbeitnehmer. Für den ambulanten Dienst beispielsweise sind noch Stellen für Pflegefachkräfte frei. Und in den nächsten Monaten werden wir beginnen, den Bewerbungsprozess für unsere stationäre Einrichtung, für die Tagespflege zu starten. Und dort freuen wir uns über Bewerbungen von Pflegeassistenten, Pflegefachkräften, Hauswirtschaftskräften, Verwaltungsmitarbeitern, Haustechnikern, also jede Stelle, die benötigt wird, um Menschen professionell zu versorgen. Bereits ab Sommer 2019 sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Die Fertigstellung der gesamten Anlage ist für das zweite Quartal 2020 geplant.